Wisst ihr, was komisch an der neuen Umgebung ist, in der ich jetzt lebe? Nun, mal abgesehen von meinen Nachbarn, die schon immer sonderbar waren. Die Nacht von Halloween. Denn in der Straße, in der ich lebe, ist zur Nacht an Halloween immer verhältnismäßig viel los. Dies liegt an einem Haus in meiner Straße. Oder zumindest war es das, wie man mir erzählt hat. Denn jede Halloween-Nacht soll ein Mörder hier sein Unwesen treiben. Die Leute erzählen von einem Mann, der sich auf dem Balkon eines Stockwerks stellt und die Kinder auf der Straße beobachtet. Er trägt einen langen schwarzen Mantel, hat ein großes Messer in der Hand und einen ausgeleuchteten Kürbis auf dem Kopf. Seine Positionierung soll verraten, wo er seine grausamen Morde begeht. Man erzählt, dass er immer gleich vorgeht. Er bricht in eine Wohnung ein und tötet dessen Bewohner. Nachdem sie tot sind, positioniert er sie im Wohnzimmer und schneidet ihnen Mund und Augen zurecht. Und zwar so, dass ihre Gesichter aussehen wie die eines Kürbis. Heißt, dreieckige Augen und ein gruseliges Grinsen. Des Weiteren positioniert er eine kleine Kerze im Mund seiner Opfer. Und zuletzt begibt er sich auf den Balkon, um den Leuten zu zeigen, wo man Leichen finden kann. Nun stand auch dieses Jahr die Halloween-Nacht wieder an. Und nach den ersten Morden ließen die Eltern ihre Kinder nicht mehr raus. Stattdessen schloss man alles ab, damit der Mörder nicht mehr reinkommt. Vergeblich. Er findet immer einen Weg reinzukommen. Egal welche Etage, egal was für ein Schloss an der Tür ist. Ich selbst bin hierher gezogen, weil ich ein neues Leben anfangen wollte. Dies lag hauptsächlich an psychischen Problemen. Ihr müsst euch Jobverlust kombiniert mit gebrochenem Herzen und beendeten Freundschaften vorstellen. Teilweise war ich sogar in einer Nervenheilanstalt, da bei mir Selbstmordgefahr bestand. Aber jetzt geht's mir relativ gut. Mir war aber nicht nach Feiern zumute. Also setzte ich mich vor den Fernseher und schaltete die Lokalnachrichten ein. Der Mörder hatte wieder zugeschlagen. Auf eine junge Familie. Er tötete einen Mann, eine Frau und deren drei Kinder. Und sein Ritual wiederholte er. Doch dabei blieb es nicht. Ein weiteres Pärchen wurde getötet. Ebenfalls wieder Mann und Frau. Gerade als ich den Fernseher abschaltete, hörte ich außen die Polizeisirenen. Die Polizisten schrien, ich soll mit erhobenen Händen rauskommen. Vielleicht sollte ich mich festnehmen lassen. Vielleicht bin ich noch zu verrückt, dachte ich mir, als ich den Kürbiskopf auf dem Schrank ansah. Ich meine, wer redet schon von seinen Taten in der dritten Person?